Hallo und herzlich willkommen zurück, meine süßen Grummelmöpschen und Sonnenstrahlen. Da sind wir wieder mit unserer Show am Wochenende, in der ich euch die Highlights der letzten Woche, die Releases der nächsten Woche und all die Spiele vorstelle, die ihr am Wochenende und manchmal darüber hinaus ohne Zusatzkosten spielen könnt. Und da diese Woche wieder eine neue Woche angefangen hat, Da diese Woche wieder ein neuer Monat angefangen hat, haben wir in dem Abschnitt ordentlich was zu bieten. Also holt euch ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, cremt euch die Nase mit Sonnencreme ein und los geht's. Dieses Video wird präsentiert von TikTok. Little Witch in the Woods ist zwar schon eine Weile draußen, wenn ihr aber Fans von gemütlichen Lebens- und Farming-Simulationen wie Animal Crossing oder Stardew Valley seid, solltet ihr definitiv mal einen Blick drauf werfen, zumal es gerade im Game Pass enthalten ist. Wir spielen eine junge Hexe, die in einem verlassenen, eventuell verfluchten Örtchen für Ordnung sorgt. Dafür sammelt sie Zutaten, braut Tränke, hilft den Bewohnerinnen und Bewohnern und holt so nach und nach Leben in das vereinsamte Dorf zurück. Die kleine Hexe und ihr sprechender Hut sind nicht auf den Mund gefallen und eine detailverliebte Welt, ein entspannter Soundtrack und das Mysterium um das verlassene Dorf werden euch definitiv an der Besenstange halten. Unser Highlight diese Woche ist übrigens mal wieder eines von diesen Spielen, die sich bei uns durchs ganze Team arbeiten, also rechnet ruhig damit, in nächster Zeit noch ein paar Mal davon zu hören. Aber wir haben auch noch ein paar neue Games und zwar gar nicht mal so weniger, also husch husch weiter. Wir starten am Montag mit der großen Kapitelerweiterung für The Elder Scrolls Online High Isles. Allerdings nur für den PC, die Version für Konsolen kommt erst am 21. Juni. In High Isles kommen die titelgebende Hochinsel sowie ihr kleinerer Nachbar als neue Gebiete zur Spielwelt und mit ihnen der diplomatische Seiltanz durch die Aristokratie. Dazu gibt's ein neues Kartenspiel, neue Instanzen und mehr. Dienstag geht es dann weiter mit der Konsolenversion von Spellforce 3 in der verbesserten Reforced Edition. Auf dem PC gibt's das Paket schon eine Weile, für PlayStation und Xbox wurde der Release ein paar Mal verschoben. Jetzt können wir aber auch da den herausragenden Mix aus Strategie und Rollenspiel erleben. Nachdem 2021 Teil 1 auf die Switch kam, folgt nur rund ein halbes Jahr später am Mittwoch der Nachfolger. Star Wars Knights of the Old Republic 2 erzählt, wie es nach dem Kampf zwischen den ehemaligen Jedi und Revan weitergeht. Besonders cool, Publisher Aspyr will die Inhalte der Restored Content Mod, die einen riesigen Batzen an einst gestrichenen Inhalten wiederherstellt, auf die Switch bringen. Nur wann das kostenlose Upgrade nachgereicht wird, ist unklar. Erinnert ihr euch noch an Jagas The Cycle? Wenn nicht, ist das wenig überraschend. Der Multiplayer-Shooter kam nie über die Beta hinaus. Mit dem Zusatz Frontier wagen die deutschen Entwickler einen Neustart. Klassische Matches sind verschwunden, die neue Spielstruktur erinnert eher an Escape from Tarkov. Statt auf ein realistisches Setting setzt The Cycle Frontier auf Science Fiction. Ihr kämpft gegen echte Spielerinnen und Spieler und Aliens. Wir können sogar Allianzen mit anderen schließen, dann wird die Ressourcenjagd etwas angenehmer. Aber jeder Verbündete kann auch ganz schnell zum Feind werden. Veröffentlicht wird das Ganze am 8. Juni auf dem PC. 92 Etappen, neue Rennvorfälle wie Unfälle oder Erkrankungen und ein ebenfalls neuer Online-Herausforderungsmodus sollen das Spiel zur Tour de France 2022 zur besten Fahrradsimulation aller Zeiten machen. Daneben müsst ihr nach wie vor euer Team managen und die Kondition eurer Recken im Auge behalten. Aber Achtung, dieses Vergnügen gibt's nur mit einem Controller. Maus und Tastatur werden auf dem PC nicht von Haus aus unterstützt. Tour de France 2022 erscheint am 9. Juni für PC, PlayStation und Xbox. Ebenfalls am Donnerstag geht die Postal-Serie mit dem neuesten Ableger Brain Damaged weiter. Es handelt sich aber nicht direkt um eine Fortsetzung, sondern eher um ein Spin-off und das Ganze wird auch von einem anderen Studio entwickelt. Diesmal geht es im Stil von 90er-Jahre-Retro-Shootern in die verstörte und verstörende Psyche des Protagonisten mit flottem Gameplay, verrückten Leveln und jeder Menge Blödsinn. Fans von Until Dawn, aufgepasst! Die Macher des interaktiven Horrorfilms veröffentlichen kommende Woche mit The Quarry den geistigen Nachfolger zum PlayStation-exklusiven Abenteuer. Und dieses Mal erscheint das Spiel auch für den PC und Xbox.
Einmal mehr bestimmen wir mit unseren Entscheidungen, welche der insgesamt 9 Jugendlichen den Horror überleben. Das Setting verlagert sich von einer eisigen Berghütte in ein gruseliges Ferienlager. Und wie vom Studio gewohnt, sind auch wieder einige bekannte Gesichter an Bord, wie zum Beispiel David Arquette aus Scream oder Ariel Winter aus Modern Family. Metal Max Xeno Reborn bringt zusammen, was auf den ersten Blick wie eine komplett bekloppte Idee klingt. Rollenspiel und Panzerschlachten. Aber in der Welt des JRPGs ist die Menschheit am Abgrund und muss um Ressourcen und damit ums Überleben kämpfen. Wir schließen uns mit anderen Überlebenden zusammen, rüsten unsere Panzer auf und ballern in Echtzeitgefechten Feinde über den Haufen. Wenn ein Fußball samt Feuerschweif ins Tor donnert, wurde das Sportgerät nicht etwa vorher in Brand gesetzt, sondern wir haben einfach eine Partie Mario Strikers Battle League Football gestartet. Nach 15 Jahren Pause kehrt die Arcade-Reihe zurück und setzt einmal mehr auf verrückte Schüsse, aggressive Zweikämpfe und viele fiese Items. Selbstredend bestreiten wir die Matches auf Wunsch auch gegen unsere Freunde. Und das sowohl lokal als auch im Internet. Die Macher der gelungenen Naruto Ultimate Ninja Storm-Reihe haben mit Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles nicht nur den nächsten unnötig langen Spieletitel kreiert. Sie haben die nächste Manga- und Anime-Marke in ein gelungenes Prügelspiel verfrachtet, in dem wir die Geschehnisse der Vorlage nacherleben. Bereits seit Ende 2021 gibt's den Titel für PC und Konsolen, jetzt bekommt auch die Switch eine Version spendiert. Ihr seht, da kommt immer noch ordentlich was auf uns zu und der Monat fängt gerade erst an. Wenn ihr wissen wollt, was wir im Juni sonst noch so erwarten, dann schaut euch unsere Monatsvorschau an. Da haben wir nämlich einen größeren Überblick für euch und den Link gibt's natürlich in der Videobeschreibung. Aber ein Segment fehlt uns noch und ich habe schon angedeutet, da gibt's diese Woche eine ganze Menge, also höre ich jetzt endlich auf, Zeit zu schinden und mache weiter. Im Epic Games Store gibt es auch diese Woche wieder einen echten Shooter-Hit geschenkt, nämlich Wolfenstein The New Order. Dort dürfen wir uns in einer alternativen Version der 1960er Jahre, in der der Zweite Weltkrieg zugunsten des Dritten Reiches ausgegangen ist, durch die Straßen ballern. Mit Amazon Prime staubt ihr diese Woche gleich 4 Spiele ab. Den Anfang macht der wohl unbeliebteste Teil einer legendären Serie, Flucht von Monkey Island. Der 4. Ableger der Adventure-Reihe legt euch mit einer reinen Tastatursteuerung statt Point-and-Click und einem nicht mehr so zielsicheren Humor Steine in den Weg. Dennoch steckt dahinter immer noch ein unterhaltsames Abenteuer, das sich mit der Ankündigung von Return to Monkey Island heutzutage vermutlich sogar besser genießen lässt. Weiter geht es mit Far Cry 4, wo wir im fiktiven asiatischen Staat Kyrat in einen Bürgerkrieg verwickelt werden, wo wir doch eigentlich nur die Asche unserer verstorbenen Mutter in ihrer Heimat verstreuen wollen. FIA World Rally Championship ist die bisher vollständigste und authentischste offizielle WRC-Simulation und bietet einen Karrieremodus, dynamische Wetterbedingungen, regelmäßige Herausforderungen und haufenweise Teams und Strecken in 14 verschiedenen Ländern. Und den Abschluss macht Calico, ein gemütlicher kleiner Community-Sim, in dem wir das Katzencafé der Stadt wieder aufbauen und mit knuddeligen kleinen Kreaturen füllen müssen. Außerdem gibt es mit dem neuen Monat auch neues Futter für alle, die Xbox Live Gold abonniert haben. Zum ersten gibt es 2 Spiele, nämlich Avon Colony, ein Aufbauspiel, in dem wir Lichtjahre von der Erde entfernt eine neue Heimat für die Menschheit aufbauen müssen. Und Super Meat Boy, ein klassisches Jump-and-Run-Spiel, in dem wir einen kleinen Fleischklops durch bockschwere Plattforming-Passagen steuern müssen, um seine Freundin Bandage Girl aus den Fängen des bösen Dr. Fetus zu retten. Zusätzlich verschenkt das Studio Dontnod im Microsoft Store zur Feier des Pride Month das Adventure Tell Me Why, in dem wir ein Zwillingspaar zurück in das Haus ihrer Kindheit begleiten und diese aus sehr unterschiedlichen Perspektiven aufarbeiten. Auch Warhammer hat die Spendierhosen an, die feiern den erfolgreichen Start von Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters nämlich mit einem kleinen Geschenk an die Community. Noch bis zum 8. Juni könnt ihr euch auf GOG.com den Klassiker Warhammer 40k Chaos Gate von 1998 sichern. Und zum Abschluss gibt's noch Knockout City, allerdings nicht geschenkt. Das ist jetzt einfach mit dem Start der neuen Season komplett kostenlos im Epic Game Store und auf Steam.
Alle Infos zum Mitschreiben und Anklicken gibt's natürlich auch wieder auf unseren Webseiten. Aber bevor ich euch und mich ins lange Wochenende verabschiede, schauen wir doch nochmal, was im Team abgeht. Es wird spannend, denn wir warten immer noch aufgeregt auf Jonas Baby, das nicht viel davon hält, dass man ihm schon vor seiner Geburt einen Termin aufs Auge gedrückt hat. Sollte das noch länger dauern, dann bleibt Papa in Spee noch ein bisschen bei Nia Tomata. Da gibt's nämlich 26 verschiedene Arten, dieses Spiel zu beenden und einige davon gehen ziemlich fix. AK hat das gemütliche, süße, cozy Game Stardew Valley hinter sich gelassen und düst auf dem Besen in das nächste gemütliche, süße, cozy Game, nämlich Little Witch in the Woods. Und ich werde erstmal sehr lange schlafen und dann endlich Elden Ring wieder in Angriff nehmen. Und was spielt ihr am Wochenende? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr von uns sehen und nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir haben jede Menge spannender Sachen für euch auf Lager und in Planung. Zum Beispiel dieses Wochenende dieses Video hier über Son Goku Dynasty oder unseren Special Trailer Rotation zur State of Play vom Donnerstagnacht. Am Dienstag, Montag ist Feiertag, begrüßt euch hier wieder der Michi mit den News. Und damit bleibt mir nichts mehr, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ganz viel Spaß und guten Glück.